Sind Erdgas und Atomkraft grüne Energiequellen? Das hat die EU jetzt beschlossen. Stimmt das? Nichts 8 Stimmen, nur Atomkraft 5 Stimmen, beides 4 Stimmen. Formal ja, wurde ja so definiert. Allerdings bin ich der Meinung, dass diese Entscheidung falsch ist. Erdgas ist eine fossile Ressource und Kernspaltungskraftwerke erzeugen Atommüll, der die nachfolgenden 1000 Generationen belastet. Das ist nicht grün und umweltfreundlich, das ist Greenwashing. Insbesondere wenn man bedenkt, dass es kein einziges vernünftiges Endlager gibt. Du hast recht und trotzdem wurde es, wegen EU-Förderung, als vorübergehend nachhaltig beschlossen. Auch ich finde es dumm. Atom ist weder noch, es ist ein Zerfallprodukt einer Supernova. Auch die wahrheitsliebenden Europäer haben alternative Fakten. Wenn mit Grün CO2 neutral gemeint wird, dann ist Atomkraft grün. Ja, wenn man es eng sieht, aber dann nicht meckern, dass bei der PV-Zelle und ihrer Produktion Q² entsteht. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken.